Willkommen Leute mal wieder zu einem weiteren Video. Heute gibt es mal wieder eine Folge, coole Instagram-Fotos machen. Die letzten Folgen sind ziemlich gut angekommen. Heute gibt es eine Folge aus Frankfurt, aus meinem Hometown praktisch. Ich treffe jetzt gleich noch Luis und einen anderen Kollegen und dann mal schauen, wo wir so hingehen und ein paar coole Spots wieder finden. Ich erkläre euch dann wieder die ein oder andere Sache. Ich zeige euch dann wieder das ein oder andere. Wird eigentlich ganz nice. Ich bin auf jeden Fall hyped. Wetter ist auch so, ja, so in Ordnung, ziemlich windig. Wir schauen jetzt mal, wo Luis und so ist. Da sind sie bei einer relativ coolen Treppe, wie ich sie sehe. Gehen wir auf jeden Fall mal hoch. Hi. 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 Alles klar bei dir? Jo, bei euch? Perfekt, auch. Top. So ein geiler Spot hier. Wie kamt ihr auf den Spot? Also heute Morgen so im Zug, als ich hergekommen bin, habe ich noch mal so im Internet kurz geguckt. Dann sind wir hergefahren und hatten erst Angst, dass es sogar falsch ist, wo wir hier sind. Aber dann sind wir durch Zufall hergekommen. Was mich an Urban- und Street-Fotografie begeistert, ist, dass man eine Stadt von einer komplett anderen Seite zeigen kann. So in Frankfurt zeigt man normalerweise die Skyline und so, aber man kann halt stattdessen in irgendeine U-Bahn-Station gehen und sowas und da alles geil zeigen. Außerdem, bei Urban-Fotografie sieht ein Bild auf den ersten Blick nicht so richtig geil aus, aber manchmal, wenn man danach in Lightroom drin war und das geil bearbeitet hat, dann sieht es komplett anders aus. Kannst du dich vielleicht aufrecht hinstellen und ans Geländer lehnen? Mal weggucken oder so? Ja, guck mal weg, genau. 16. Ja. Auf jeden Fall sind wir jetzt fertig an der ersten Location. Jetzt geht es auf die zweite Location. Das ist ein Parkhaus. Ja, wie waren bis jetzt die Aufnahmen so? Krank. Also krank auf jeden Fall von da oben. Jetzt sind wir hier, wie gesagt, auf diesem Parkhaus drauf. Auf jeden Fall machen wir jetzt mal hier ein paar Sachen. Wir wollen uns auf jeden Fall challengen. Ja, fangen wir mal an. Was mich an Urban und Street so begeistert, sag ich mal, ist einfach das, dass man einfach extrem viel miteinander kombinieren kann, weil man kann halt Bilder so einfach gestalten, wie man will. Also kann man natürlich im Naturbereich auch, aber so zum Beispiel vorhin, wir waren halt auf dieser Treppe shooten, haben uns Beine mit reingebracht und dann haben wir irgendwie irgendwelche Störer mit reingebracht und alles. Und das ist halt alles in der Umgebung, wo man sonst normal nicht hingeht. Ich meine, wir waren auf irgendeiner Feuerschutztreppe ganz oben und haben unsere Füße runtergehängt. Und das ist einfach auch so dieses Risiko ein Stück weit einzugehen und halt mal die Stadt aus einer, wie Justin auch gesagt hat, so aus einem ganz anderen Blickwinkel zu sehen, finde ich einfach übel geil. Und das kann man kombiniert mit zum Beispiel geilen Outfits kann man da noch mit reinbringen und so. Das ist einfach der Hammer. Man kann halt im Nachhinein, also kommt halt auch auf die Person, aber man kann halt in meinen Augen noch übel viel im Editing rausholen und damit das Bild vom einen Look komplett in den anderen Look schmeißen. Und das ist halt wirklich übel geil. So Leute, ich habe es mal wieder komplett verpeilt, eine Abo-Moderation aufzunehmen. Ich bin mal wieder bei Timon und ja, das war's mit einem weiteren Video. Wenn euch diese Fotofolge gefallen hat, dann lasst auf jeden Fall ein Like da. Nennt ein paar Locations, wo wir noch hingehen können, ein paar Ideen, die wir noch umsetzen können. Es sind weitere Sachen geplant in der Art. Allgemein, wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst auf jeden Fall eine positive Bewertung da. Checkt auch gerne die anderen Leute ab. Alle Links zu denen sind unten in der Videobeschreibung verlinkt. Dann würde ich sagen, wir sehen uns beim weiteren Video wieder. Bis dahin, stay tuned, haut raus, ciao.